Ja. Boah. Nee, weiß ich nicht. Boah, keine Ahnung. Ja, ist so. Kann sein. Müssen wir mal schauen. Na, tschüss. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Neues aus meinem Museum. Und wir sind heute bei einem Thema, bei dem nachgesagt wird, dass Frauen es gerne und viel und häufig und lange tun. Nun, die Rede ist vom Telefonieren. Nun, es ist ein Vorurteil. Ob dem so ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Müsst ihr vielleicht selber wissen. Entweder ihr kennt es oder ihr seid eine Frau und ihr könnt es bestätigen oder nicht. Wie auch immer, heute dreht sich alles um das Thema Telefon und Telefonie und in Zeiten von Corona und Homeoffice und Videotelefonaten und Skype, Teams, Zoom. Stellt sich doch die Frage, wie hat sich dann da so die Entwicklung so ergeben? Wo kam der ganze Krempel denn her? Und ich würde sagen, wir gucken uns heute einfach mal an, wie das so ein bisschen angefangen hat. Ja, ich will jetzt nicht auf den Urschleim eingehen, wenn es um Telefone geht und die Entwicklung der Telefonie. Könnt ihr ja bei Wikipedia gucken. Guckt mal nach Philipp Reis, 19. Jahrhundert. Guckt mal nach Graham Bell, 20. Jahrhundert. Beide Vorreiter und Pioniere der Telefonie oder der Telefone. Graham Bell war einer der ersten, die der Profit aus dem Thema Telefon geschlagen hat, während Philipp Reis quasi so einer der ersten Erfinder waren, der die Übertragung von Tönen über so eine Leitung da irgendwie erfunden hat. Ja? Ich springe also direkt zu Telefonen und ich starte auch in den frühen 50er Jahren, damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren. Und ich präsentiere euch hiermit diesen vorn schönen Tischfernsprecher W48 der Frankfurter Hafenbetriebe. Und wenn ihr schon mal den Film gesehen habt, dass jemand mit dem Telefon erschlagen wurde, das ist durchaus realistisch. Denn wer mal dieses Telefon in der Hand hält, der weiß, dass einem der Arm abfällt und dass dann auch kein Spaß ist, wenn man das so über den Dez gezogen bekommt. Nun, dieser Tischfernsprecher W48, so der wunderbar deutsche, schön klingende Name, wie gesagt, stand in den Frankfurter Hafenbetrieben. Dieses schwarze Kunststoff ist Bakelit, das ist also ein Anfang des 20. Jahrhunderts, also genau 1905, entwickelter, vollsynthetischer, industriell hergestellter Kunststoff. Und ja, der Name Bakelit und Bakelite sind heute Markenzeichen der Bakelite GmbH, ich glaube seit 1909. Und so ist das Telefon also auch daraus gemacht. Nun, wir haben hier eine Wählscheibe. Viele Kids der jungen Generation werden sagen, was soll das? Komme ich gleich zu. Und wir haben hier so einen Erdtaster, würde ich mal sagen. Und wir haben die Durchwahl des jeweiligen Arbeitsplatzes hier der Frankfurter Hafenbehörde. Das ist die 6089. Scheiß, geht keiner mehr dran. Nun, dieser Erdtaster, der diente dafür, dass man Telefonate weitervermittelt, dass man Rückfragen stellen kann. Wenn ein Telefon also an eine Vermittlungsstelle angeschlossen war, in einem Büro, in einer Firma, dann konnte man da drücken und konnte eine Nebenstelle anrufen, konnte dann halt Rücksprache halten und wieder zurückholen oder weitervermitteln, makeln. Ja? Und das ist auch der Vorläufer ja, man nennt sie auch Flackertaste. Der Flash-Taste, wie man sie auf manchen Telefonen noch findet, früher immer fand, oder auch R-Taste. Ja? Da hat man gesagt, also drück mal die R-Taste für Rückfrage oder Flash für weitervermitteln, makeln. Das kommt also tatsächlich von dieser Taste und scheiße, mir fällt echt der Arm ab. Nun, was man also sieht, ja? Eine Wählscheibe. So sahen viele Telefone damals auch in deutschen Haushalten aus. Und ja, die Deutsche Bundespost betrieb hier auch unser Telefonnetz und wir telefonierten hier im sogenannten Impulswahlverfahren. Das heißt, immer wenn man eine Nummer wählte, wurden Impulse in die Leitung geschickt und dadurch wurden dann die Anrufe getätigt. Ja, man drückte keine Knöpfe oder Touch, nein, man hatte eine formschöne Wählscheibe. Und wenn man den Finger reinsteckte und eine Nummer auswählte und drehte, dann drehte sich die Scheibe so lang, bis halt eben auch hier dieser Radius oder beziehungsweise diese Position des Lochs auf der jeweiligen Ziffer wieder erreicht war. So konnte es eine ganze Weile dauern, wenn man vor allem internationale Nummern mit 78 Stellen anrufen musste. Dann war man mehr mit Wählen als mit Telefonieren vielleicht beschäftigt. Es konnte vorkommen, dass diese Telefonscheibe mit einem Schloss blockiert war. War bei uns zu Hause der Fall, zu lange telefoniert. Früher haben Telefonate noch Geld gekostet, 20, 25 Pfennig. Und es gab Ferngesprächstarife und die gingen ins Geld, wenn man ewig mit der Freundin oder mit Freunden gequasselt hat. Also haben die Eltern ein Schloss davor gemacht. Nun war man ja nicht blöd, wenn man den Hörer von der Gabel nahm und die Gabel relativ gefühlvoll, aber schnell drückte. Dann
konnte man damit tatsächlich wählen. Man hat dasselbe gemacht wie die Wählscheibe. Denn wenn man gewählt hatte, hatte man im Hörer auch gehört. Ja, das konnte man mit dieser Gabel simulieren. Also Scheiß auf Schloss, wir haben trotzdem weiter fröhlich telefoniert und unseren Spaß gehabt. Ihr habt mich gewundert, wie kommt die Rechnung zustande, wobei doch da ein formschönes kleines Schloss am Telefon angebracht war. Ja, damit wären wir also hier direkt schon am Einstieg bei den klassischen Telefonen. Die Telefone in deutschen Haushalten hatten dann eine etwas andere Form, eine runde, und hatten die formschönen oder na, die üblichen Kotzfarben wie Popelgrün, Kotzebeige, LSD-Orange und so weiter. Also waren so Standardfarben, alles aus einem Guss. Man hat die Farben genommen für Autos, Telefone, Möbel, Besteck, Kinder, Bonbons, alles. Alles war erst den gleichen Farben, der gleiche Wust an Farben. Und so sahen die Telefone also auch aus. Es gab kaum Unterschiede in Form oder halt gerade in Farbe. Anfangs alle mit Wählscheibe, dann später mit Tasten. Nun, der Fernsprechtischapparat. So die Bezeichnung der Deutschen Bundespost. Seit 1881 fand sich also in den meisten Haushalten und er musste damals von der Post für teuer Geld angemietet werden. Na, man ist nicht einfach hergegangen, hat ein Telefon im Laden gekauft und gesagt, geil, stell ich hin. Nee, Post hat gesagt, nee, nicht mit uns. Hier bei uns mieten 20 Mark im Monat, kommt mit auf die Telefonrechnung, sonst ist hier nichts. Na, fuhr ein Peilwagen vorbei, Antenne drauf und hat dann geguckt, ob irgendwo ein Störer ist. Dann ist aber auch hier zappenduster gewesen. Dann gab es aber auch mit der Route. Boah. Und also erst seit 1. Juli 1990 war die deutsche Bevölkerung befreit von der Last des Zwangsanschlusses oder Apparats. Denn dann wurde die TAE-Dose ins Leben gerufen oder der TAE-Anschluss. Und damit war man also auch in der Lage, tatsächlich andere Telefone anzuschließen. Nun, die im deutschen Fachjargon genannte Telekommunikationsanschlusseinheit TAE, wie gesagt, ermöglichte den Anschluss anderer Telefone. Man konnte jetzt also tatsächlich in einen Laden gehen und ein Telefon kaufen. Allerdings waren die Hürden für die Hersteller damals recht hoch. Auf dem Boden befand sich immer ein sogenanntes Prüfzeichen, eine sogenannte ZZF-Nummer. Und eine Prüfung für die Zulassung eines solchen Telefons war teuer. Die lag so ungefähr bei 10.000 Mark. Damit hat man die Hürde künstlich hochgesetzt, dass da irgendwie Asiaten kommen und so und den Markt hier mit deren Telefonen fluteten. Aber kurz oder lang war es das doch geschehen. Man kennt die Geschichte der Entwicklung. Und damit hatte man dann irgendwann Panasonic-Geräte, Sharp-Geräte, No-Name-Geräte und so weiter auf seinem Platz. Swatch hat Telefone rausgebracht, es gab ein Mickey-Maus-Telefon, es gab also super Sachen, dank des TAE-Anschlusses und Auflösung dieses Telefon-Mietzwangs bei der Deutschen Bundespost. Nun, wir reden also hier von Tisch- oder Wandfernsprechern. Es gab dann aber auch irgendwann die ersten Drahtlosgeräte. 1984 hat schon Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling das erste Drahtlos-Telefon vorgestellt und dann kamen so peu à peu auch die ersten Modelle auf den Markt. 1992 kam dann schließlich auch DECT auf den Markt, also DECT-Telefonie, und löste die bisherige Funk- oder Sendefrequenz ab. So, nun war man mit diesen formschönen Tischfernsprechern oder Wandfernsprecher natürlich immer ans Haus gebunden. Was ist jetzt aber, wenn ich rausging und sagte, ich will auch unterwegs erreichbar sein. Nun, wir hatten Telefonzellen in der guten alten Zeit. Ja, das waren so kleine Häuschen, war ein Telefonapparat drin, auch anfangs mit Wählscheibe, dann mit Tasten. Und es gab Telefonzellen, da konnte man sich anrufen lassen. Nun war das blöd, man wusste nicht immer, wo sich so eine Telefonzelle befindet. Und ich will ja jetzt auch nicht irgendwo hingehen, nur um dann dort angerufen zu werden. Ja, ich konnte jemanden anrufen, aber was ist, wenn mich jemand erreichen wollte? Nun, auch dafür gab es über kurz oder lang eine Lösung und wir sprechen da noch nicht von Handys. Die Zeit war da noch nicht reif, auch wenn es kurz davor stand, hat aber noch eine Weile gedauert. Vorher kamen andere Technologien auf den Markt. Nun, was man aus vielen US-Filmen sehen oder in vielen US-Filmen sehen konnte, waren krasse Gangster-Dealer mit Pagern. Wahnsinn! Oh, jetzt konnte man sich selbst ein bisschen krass fühlen, indem man sich solche Pager angeschafft und an den Gürtel gehängt hat. Und schon war man tatsächlich auch unterwegs erreichbar. Man konnte also angerufen werden, mehr oder weniger. Zumindest konnte der Anrufer für schweineteures Geld eine Rufnummer oder Nachricht hinterlassen. Und dann rappelte das Ding. Man konnte also hier eine Nummer sehen, hier auch. Hier rechts bei dem Modell nur numerisch, hier links bei dem anderen oder rechts, je nachdem wie ihr guckt, alphanumerisch. Und da gingen dann also auch tatsächlich Texte. Wir reden also hier vom Versand von Text- und Tonnachrichten. Die waren so in der Zeit von 95 bis 98, sage ich mal so, populär. Hatte also dieser Pager und das ganze Ding nannte sich Paging. Da gab es dann Markennamen wie Skoll, Telnet,
später auch Quicks. Die waren dann von den jeweiligen Firmen unterstützt, hatten auch eigene Protokolle, glaube ich, und funktionierten aber relativ ähnlich. Nun, Paging wurde zu Ende der 90er Jahre unattraktiv. Es kamen die ersten Mobiltelefone auf den Markt, SMS wurde eingeführt, anfangs noch für umsonst. Da hieß immer, der kann unendlich SMS schicken, immer, umsonst. Ein guter Marketing-Gag. Ich glaube, nach einem Jahr oder zwei kostete es dann, man weiß, wie teuer SMS waren, totaler Scheiß für so ein Abfallprotokoll, das dann halt einfach zu Kohle gemacht wurde. Heute ist es endlich weg. Ja? Aber damals war das ein absolut erträgliches Geschäftsmodell, neben dem Jamba-Klingelton-Spar-Abo. Nun, Grundgebühren gab es bei den Paging-Diensten nicht. Man kaufte sich so ein Ding, ich weiß gar nicht, was die gekostet haben, 150 Mark, 200 Mark, irgendwie sowas, war alles immer schweineteuer. Da zahlte man keine Grundgebühr, man meldete sich einmal irgendwie an und der Einzige, der zahlte, war der gelackmeierte Anrufer. Ich weiß gar nicht, was bei Skoll, das ist der eine Dienst, die Gebühren gekostet hatten. Bei Tellme war es so, ich glaube, 1 Mark 80 oder 2 Mark, ihr müsst es mal auf Euro umrechnen, nur dass man mit einem Menschen tatsächlich sprach, einem Operator, diktierte ihm irgendwas dahin. Ja, also war manchmal peinlich, wenn man sagte, heute Abend knattern, ne, oder irgend sowas, dann musste man ihm das diktieren. Der hat es dann abgetippelt und hat es dann an den Tellme geschickt. Der Score, wie gesagt, konnte nur Nummern übertragen, ja, und man konnte also sagen, schicken Sie bitte die Nummer XYZ. Vielleicht hatte man da auch die Nummer eingetippt, das weiß ich nicht mehr, weil ich selber Tellme genutzt habe. Dieser Score wurde mir von meinem Freund Jörg dankenswerterweise als Leihgabe zur Verfügung gestellt, dass ich euch das Modell vorstellen kann. Ist sogar ein Sondermodell, Rolling Stones Edition. Ist es so? Jawohl, die Rolling Stones Special Edition von Skoll. Und hier der Tellme, der konnte halt auch alphanumerische Nachrichten, also auch Text. Ihr seht hier, er ist in so einem Clip, kann man so rausholen. Ja, und dann ist es hier so. Und da konnte man also erst vom Motorola, ich weiß gar nicht mehr, wofür die Tasten genau waren, ehrlich gesagt, ich glaube, einschalten. Durchblättern, hier durchblättern, und wenn die Textzeilen halt die Länge erreicht hatten, ich glaube, das sind nach oben geblättert, da konnte man hier so blättern. Also man hatte so ein paar Tasten und hat sich das dann so an den Gürtel gehängt. Gab es auch in verschiedenen Farben, auch die Skolls, in grün, transparent, in rot, in schwarz, der Tellme ebenso, Quicks war dann ein weiterer Dienst. Und dann hatte man die so also an dem Gürtel und ich glaube, so die Betreiber waren da die, wie hießen denn, Deutsche Funkruf und so weiter. Das eine war von der Post betrieben, das andere von irgendeinem anderen Anbieter. Müsst ihr euch mal schlau machen, wenn ihr sucht nach Tellme und nach Skoll. Ich will da gar nicht so tief drauf eingehen. Ich will einfach nur mal sagen, was es da so gab als Ablösung oder ein bisschen zur Ergänzung zu dem ortsgebundenen Telefon. Und zur Jugend, die draußen war und gesagt hat, ey, wir wollen erreichbar sein. Ja, die haben sich also Pager umgeschnallt. Nur, dass ihr das schon mal gesehen und gehört habt. Das waren diese formschönen Dinger. Mir hat es einen Haufen Spaß gemacht. Meinen Freunden, die angerufen haben, nicht, weil die den Arsch voll Geld zahlen mussten. Und letzten Endes habe ich dann nur die Nachricht bekommen, ruf mich mal bitte zurück, ja? Peter oder so. Da musste ich dann an der Telefonzelle watscheln und musste zurückrufen. Ja, früher hat man sich die Nummern ja noch gemerkt, weil es gab ja nicht viele. Ja, man hat sich dann die Festnetznummern von Freunden und Familie gemerkt. Und wenn dann also hier beim Skoll eine Nummer auftauchte, wusste man, Marianne, Klaus-Dieter, keine Ahnung, ruf ich an, Oma, ja, hier konnte man auch noch was dazu schreiben, heute ist für den Arsch. Ehrlich gesagt, ich merke mir auch keine Nummer mehr, denn irgendwie gefühlt 70% der Kontakte und Handynutzer wechseln die Telefonnummern wie die Unterhosen alle 2 Wochen, ja, und merke ich mir nicht mehr. Reinspeichern und dann ab damit in die große Datenhalde, ja, nicht Cloud, SIM-Karte oder so, aber egal, ins Nirvana. Gespeichert und vergessen. Ja? War früher nicht so. Ich kann heute immer noch einen größten Teil der Telefonnummern, der Arbeitsstellen meiner Eltern, von Freunden, von der Oma, von Nachbarn, unsere eigenen. War früher so. Dann kam das Handy-Zeitalter auf. Es war irgendwann Mitte der 90er, dass auch ich mein erstes Handy hatte. Es war ein formschönes Sony Ericsson, so klein. Ich hatte dann sogar meine Bang & Olufsen-Variante davon. Und es gab ja C-Netz-Telefonie, das konnten wir mit unserem Radio zu Hause abhören. Damit konnte man so Notrufe abhören und auch hier die Funkfrequenzen von Polizei und Rettungskräften, aber auch C-Netz-Telefone. Und da war es immer amüsant, wenn irgendwie einer aus dem Büro zu Hause angerufen hatte und sagt, er muss nur Überstunden machen und 2 Minuten später hat er mit seiner Geliebten telefoniert. Daumen hoch! Und irgendwann kamen die D-Netze. Vorreiter war da auch, weiß nicht, ob das da schon Telekom war, D1 auf jeden Fall. Und D2 hier auch Mannesmann zum Beispiel, ja. Und ich hatte dann auch tatsächlich einen Vertrag D1 bei so einem Reseller irgendwie. Und ich kann mich an meine Nummer gar nicht mehr so recht erinnern. Und der Vertrag, der kostete im Monat, glaube ich, 40 Mark oder so. Ja, und SMS 1000 Mark. So
So, das waren also mein erster Anschluss. Es muss so 95, 96 rum gewesen sein. 95 vielleicht. Ich trat dann auch E-Plus auf den Plan mit ihren riesengroßen, wuchtigen, mintfarbenen Handys. Hässliche Geräte, hässliche Farbe, aber günstige Preise. Sie waren tatsächlich dann die ersten, die gesagt haben, wir drücken die Preise. Auch ihr kriegt alle SMS umsonst. War da natürlich nicht so, man kennt's. Und ja, und so sahen die Geräte aus. Nun, früher war das so, die Geräte waren groß. Heute muss ja noch größer, noch geiler. Size matters. iPhone 17 und Samsung Galaxy S93. So groß. Je fetter, desto geiler. Ich kann präsentieren, ich bin der Geilste. Genauso, wenn ich manchmal so an den Fenstern vorbeigehe und sehe in die Wohnzimmer rein, ich spanne gerne, dann sieht man dort 90 Zoll Fernseh in einem Wohnzimmer, das aber auch nur 95 Zoll groß ist. Ja, die ganze Wand Fernseh, RTL 2, Vox, keine Ahnung, perfektes Dinner auf 78 Quadratmeter. Ja, aber ich hab's, ich kann zeigen, was ich drauf hab. Nun, das war früher nicht so. Früher waren die Geräte groß und klobig. Nehmen wir mal dieses formschöne Nokia-Gerät. Ja, es hat hier eine Austauschhülle bekommen im klasse Carbon-Look. Und ihr seht, was ein Klopper das war. Und das Ding wiegt. Ich sag's euch wirklich, es wiegt einiges. Man hat seine Antenne rausgezogen. Geil, was? Was geht ab? Ich bin am Start. Kommst du rüber? Läuft. Ja, so. Ein Ausschalter. Hier Knöpfe zur Bedienung und Tasten. Die Tasten waren halt auch mit Buchstaben und Zahlen versehen, wie sie es gehört. Und ich muss gestehen, ich vermisse so ein bisschen die Tasten. Man konnte also blind SMS schreiben. Ohne Scheiß. Man wusste genau, wo die Tasten waren. Man konnte immer weggucken. Und man wusste, wenn ich dreimal auf die 5 drücke, dann habe ich ein L. Wenn ich zweimal auf die 2 drücke, kommt ein B. Dreimal auf die 3 kommt ein F. Und so konnte man einfach tippen und musste gar nicht hingucken. Man fühlte, wo die Tasten sind. Man wusste genau, wie oft man drücken muss, um ein bestimmtes Wort zu schreiben. Heute muss ich alles aufs Display glotzen und tippen mit meinen fetten Fingern doch daneben. War früher irgendwie einfacher. Ja, so die ersten Klopper. Schwer, auch hier als Backstein, Türbeschwerer, Mordwaffe. Keine Ahnung, ja, also... Große Dinger, hier ein Beispiel von Nokia. War eins der populären Geräte neben dem Bananentelefon und dem anderen, was man gerne in die Autofreisprecheinrichtung steckte. Fragt mich nicht nach der Modellnummer, hat mich nie wirklich interessiert. Waren ohnehin schweineteuer. Ich hatte dieses Ding, was ist das hier, ein 9210, 8210? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall funktioniert nicht mehr. Da ist hier zwar Akku noch am Start, aber geht nicht mehr. Ist kaputt. Habe auch kein Ladegerät mehr. Nun, mit der Zeit wurden die Geräte kleiner und ausgefeilter. Sie bekamen Kameras, sie bekamen Ansteckmodule, sie bekamen kleine Joysticks. Und es war tatsächlich so, je kleiner das Gerät wurde, desto geiler wurde es. Die Geräte kosten dann irgendwann 1500 D-Mark. Da gab es zum Beispiel von Nokia ein silbernes kleines Gerät zum Aufschieben. Xelebri war eine Serie, ich glaube von Siemens. Die hatten so einen Anhänger, da konnte man sie sich auch tatsächlich anhängen. Die hatten so verschiedene Formen und Farben. Und Size matters in die andere Richtung tatsächlich. Je kleiner, desto edler, desto feiner. Trotzdem alle Funktionalitäten gegeben. Man hatte deswegen Schiebehandys, die nach oben oder zur Seite aufgeschoben wurden und die Tastatur freigaben. Bei manchen war die Tastatur auf der Rückseite. Es gab den Communicator, so ein Klotz von Nokia. Ich sag mal, das erste Smartphone zum Aufklappen mit zwei Antennen, Tastatur und Internetanschluss und so eine Art Windows. Ja, das war wahrscheinlich ein Nokia-Betriebssystem, Symbian oder was auch immer. Das gab's alles. Ja, und auch ich bin dem Trend gefolgt, weg von den Backsteinen zu den kleineren Geräten. Und ich präsentiere damit hier dieses wunderbare Siemens S55. Ihr seht, hier oben ist noch die Original-Schutzfolie drauf. So sahen die dann aus. Das waren so kleine, stylische Geräte, formschön. Ich fand, das war toll gemacht. Und wenn ihr heute mal in einen Süßigkeitenladen geht, Hussel zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie die noch haben, früher hatten sie die, gab es Schokoladenhandys und das waren original die Siemens S55. Ohne Scheiß, ich habe das damals auch fotografiert, nebeneinander gelegt. Absolut wahr. Und hier hatte man so eine Jog-Taste, ja, da konnte man also da im Menü blättern. Und das Schöne war an diesen Handys, sie hatten schon Farbdisplays. Der Vorläufer war noch so gelbfarben im Display. Das hier hatte ein Farbdisplay, ich weiß nicht, 16 Farben oder so. Der 64 oder Amiga hatte da mehr Grafikleistung. Egal. Und man konnte da also alles Mögliche mitmachen. Also wir haben tatsächlich da Klingeltöne eingebaut und wir haben animierte Logos eingebaut, in Hintergründe, was werkseitig so gar nicht vorgesehen war an Funktionalität. Trotzdem Kabel dran gesteckt, irgendwo in einem Telefon rumgefummelt und schon war das möglich. Und schalten wir es mal ein und gucken mal, was passiert. Ach, legen Sie die SIM-Karte ein. Schlecht. Hier haben wir Demonstration.
Wecker. Ich werde mal hier so durch. Ja, ihr seht hier, so ein paar Funktionen sind gegeben. Ja, klasse. Ne? Demonstration. Was passiert bei Demonstration? Ich mache mal Auswahl. Ah, was steht da? Demonstration. Das war, glaube ich, Datenaustausch. So, man konnte mit diesen Dingern tatsächlich auch schon mobil ins Internet, das war WOP. Ja, da gab es dann mobile oder für den Mobilbetrieb ausgerichtete Internetseiten, hat einen Arsch voll Geld gekostet, der Aufruf so einer Seite sah ziemlich kacke aus. Trotzdem hatten die Telefone schon und manche hatten tatsächlich auch schon so eine Art Datentransfer. Und ja, sie hatten Uhr, sie hatten Wecker, Rechner am Start hier. Man sieht hier, man kann Wecker stellen, Timer, Kalender, pipapo. Und jetzt guck mal, wenn ich das Ding ausschalte, seht ihr das? Ein animiertes Unreal Tournament Logo. Ich habe damals so ein bisschen in so einer semi-professionellen Unreal Tournament Liga international gespielt. Und das war das Spiel, das mich jahrelang e-sportsmäßig tatsächlich begleitet und gefordert hat. Da habe ich mir hier so ein hübsch animiertes Unreal Tournament Logo eingebaut. War seitens Siemens nie so vorgesehen. Haben wir da reingefriemelt. Geil, hatte keiner. Nun, mit der Zeit sind die Telefone tatsächlich wieder gewachsen, weil der Anspruch an die Displays doch wieder ein bisschen größer wurde. Man hat gesehen, die Anzahl der Kontakte und so weiter, das ist mehr geworden, man will ein bisschen mehr sehen. Und dann kam zum Beispiel dieses S, was ist das hier, 65 raus. Wow, sieht auch schick aus, man sieht ja so einen kleinen Steuerjoystick. Ja. Und was ich euch übrigens gerade vorenthalten habe, und da muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen, denn dieses Telefon hat es auch. Wir gehen nochmal auf das S55 zurück und da zeige ich euch ein Highlight. Zu dem S55 gab es dieses kleine Beipacktäschlein. Ja, passt nicht rein. Nein, da ist was drin. Und zwar hat das S55 schon das gemacht, was später das LG G5 gemacht hat. Es hat uns Ansteckmodule mitgebracht. Und packe ich das jetzt mal aus, sehen wir, dass wir hier eine Kamera dabei haben. Es ist nicht geil. Auf jeden Fall hier ist hier unten der Anschluss fürs Ladegerät. Da kann man aber auch die Kamera reinstecken. Kann mal gucken, wie rum das geht. Seht ihr? So. Ist es nicht geil? Hier ist so ein kleiner Sucher. Kann man so durchgucken. So. Ah, sehe ich was. Und dann ist hier ein Blitz und der Auslöser ist dann übers Telefon möglich gewesen. Das Telefon hat also erkannt, wenn die Kamera eingesteckt wurde und dann konnte man also tatsächlich da auslösen übers Telefondisplay und konnte Fotos schießen, die in der Qualität beschissener nicht hätten sein können. Aber für die damalige Zeit ein absolutes Highlight, war halt nervig immer, wenn man Fotos machen wollte, dieses Ding da mitzuführen und anzustecken. Nichtsdestotrotz recht geil, wie ich finde. Nun, das Siemens S65 hat es anders gemacht, es hat die Kamera bereits mitgebracht. Ihr seht es hier hinten, die Qualität war nicht viel besser, aber immerhin war die Kamera schon an Bord. Und ich gucke mal, wenn ich das Telefon einschalte, müsste es auch noch gehen. Ja, ihr seht es hier, so ein bisschen glimmt hier unten die Tastatur. Das Display zeigt jetzt nicht so viel an. Man hört aber was. Ja, also irgendwas geht. Aber Display kaputt. Ich glaube, es war mal so, dass mir das Telefon irgendwie ins Wasser gefallen ist. Wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwas war da mal, weshalb das Display nicht mehr geht. Oder, nee, das Display ist einfach verreckt. Es war eines Tages weiß, so ein bisschen wie beim Samsung Galaxy S3. Komme ich später noch dazu. Aber passt mal auf, auch hier haben wir natürlich wieder rumgespielt, Sachen ausgetauscht. Und jetzt hört mal, wenn ich das jetzt ausmache. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Windows, ich glaube XP, Abschaltmelodie, ja. Also solche Faxen hat man gemacht, hat da damit rumgespielt und fühlte sich ein bisschen wie der Boss. Nun, irgendwann wurden die Geräte ausgefeilt. Auch ich habe mir neue Telefone gekauft, ein Motorola, Timeport, was irgendwie so kacke war, dass wenn jemand eine SMS geschickt hatte, die Nummer nicht dem Kontakt im Telefonbuch zugeordnet wurde. Da stand lediglich die Rufnummer und da fing es schon an, dass man sich die Rufnummern merken musste. Und je mehr Leute aber dann Handys hatten, desto mehr Nummern musste man sich merken, hatte man schon keinen Bock mehr. Das heißt, wenn immer jemand eine SMS geschickt hatte, auch von Motorola, Timeport, musste man rätseln und irgendwann weiß Leid und gesagt, nix. Weg damit, obwohl das Telefon an sich gar nicht schlecht war. Irgendwann kam dann hier zum Beispiel ein Sony Ericsson Cybershot. Boah, Cybershot war schon ein Label für Top-Kameraqualität. Ja? Sony Kameras, Cybershot, da hatte man auch tatsächlich dann was über die Linse auch aufgenommen. Hier hinten über einen Schieber, ich muss mal gucken, hier so zack. Ja? Dann hat sich hier das Objektiv geöffnet. Hier oben war dann auch ein Blitz. Ich glaube, das nannte sich auch Xenon-Blitz oder irgendwie sowas, ja. Und ja, da konnte man also fotografieren. Hier auch wieder Tastatur mit Joystick, diversen Tasten, alles recht flach, alles schön. Fand ich toll. Wir können mal gucken, wenn ihr das einschalten. Ah, wo ist der Einschalter? Weiß ich schon gar nicht mehr. Hier oben. Oh, dann seht ihr, hat kurz vibriert. Ah, Logo. Es geht noch.
Also, ihr werdet es kaum glauben, die Telefone funktionieren tatsächlich alle noch. Und das Geile war, dass so ein Telefon damals einfach mal 2 Wochen durchhielt. Ja? Telefonieren und fotografieren und liegen lassen und vibrieren und SMS und keine Ahnung. Und trotzdem hat es Ewigkeiten gehalten, bis der Akku mal leer war. Ihr seht hier oben auch so ein bisschen, ist hier so Akku grafisch so ein bisschen kaputt. Ja, auch das Display hat so seine Zeit hinter sich. Da drin ist halt irgendwas auch mal so technisch nicht mehr so auf der Höhe. Nichtsdestotrotz, das Telefon funktioniert noch. Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte ich, als mein Handy kaputt war, das mal wieder rausgekramt. Ich konnte telefonieren, einwandfrei. Und nach 3 Wochen habe ich gemerkt, ach, das Telefon ist ja noch an. also Atomkraftwerk drin quasi, ja. Ja, so also die Telefone zu dieser Zeit. Hier ist dann auch schon eine Taste gewesen. Ihr seht es mit dem Globus für Web, ja, Webseiten. Total für den Arsch, ist man immer drauf gekommen, hat dann unendlich Gebühren aufgerufen für den Aufruf von so einer Kackseite, die auch noch hässlich obendrein war und im Grunde null Funktionalität bietet. Nun, der weitere Lauf der Entwicklung der Handys, der ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so wirklich spannend. Damit kommen wir im Grunde auch schon zum Ende unserer Story hier. Wenn wir dann nehmen, hier, was weiß ich, ein Galaxy S3 und das war das Schöne an diesem Galaxy S3, dass die alle verreckt sind mit der Zeit. Da ist was kaputt gegangen innen drin, ja. Und ich habe nur gedacht, ist das nur mein Telefon? Aber dann habe ich festgestellt, dass andere das Problem auch haben. Auf jeden Fall war das ganze Display weiß Schnee. Ja? Da ist also irgendwas technisch da drin kaputt gegangen. Und da war halt auch, waren die Hauptdaten des Betriebssystems drauf. Also Routing und den ganzen Kram hat nichts gebracht. Da war irgendwas völlig am Arsch. Und viele hatten das beim S3. Also Müll. Ich bin dann irgendwann zu LG gewechselt, LG G3. Dann kam das G5. Fand ich persönlich ein super Telefon. Flach, funktional. Und ihr seht auch schon hier die Größenunterschiede, ja. Groß, größer und dann irgendwann am größten, ja, Tablet, ja. Und ja, das LG G5 hatte, ich muss mal gucken, ob ich das hier noch abziehen kann, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, muss ich gestehen, aber hier unten irgendwie konnte man so drücken und dann konnte man rücken, da war hier unten so vergleichbar mit dem Siemens S55 so ein Modul hier unten verbaut. Ach, herrje nochmal, geh ab, scheiße da. Mann, wie geht es denn? Das ist ja nur ein Entriegelungsmechanismus. Ah, so, ihr seht, hier. Das ist der Akku, formschön, grelles Gelb. Und ja, man konnte, wie war das denn? Hier, irgendwie hier unten, meine ich, konnte man das so abziehen und dann konnte man hier andere Module dran stecken, hier so, ja. Und da gab es ein Kameramodul nochmal mit, weiß gar nicht, auch mit Zoom oder sowas. Es gab so ein Lautsprechermodul für besseren Klang und halt irgendwie nochmal einen dickeren Akku. Das konnte man irgendwie hier so dran stecken, also ein bisschen modular aufgebaut. Fand ich gut. Ich muss sagen, die Kameraqualität, Video und Foto war super. Das ganze Telefon gefiel mir. Aktuell habe ich ein LG G8. Bin also der Linie treu geblieben, bin hochzufrieden. Und boah, so der aktuelle Stand. So, meine lieben Freunde der seichten Unterhaltung, vielleicht seid ihr jetzt wieder ein Stück schlauer geworden, hier mit unserem Tisch-Fernsprechapparaten, unseren Pagern aus der guten alten Zeit, Anfang der Mitte der 90er, als die mobile Telefonie oder Erreichbarkeit begonnen hat, bis hin zu ein paar kleinen Handys mit Ansteckkameras und großen Brocken und so weiter und so fort. Der ein oder andere von euch hat diese Zeit miterlebt, kann sich noch gut dran erinnern. Und ja, die der jüngeren Generation angehören, die also nur hier Skype, Teams und Zoom kennen und nicht wissen, wie das Ganze sich entwickelt hat. Denn natürlich die Smartphones irgendwann halt auch mit Skype-Client konnte man halt hier auch Bildschirmtelefonie natürlich schon führen. Man konnte mit ihnen ins Internet, Smartphone, ganz logisch, braucht man nicht drüber zu reden. Ja. Die wissen vielleicht gar nicht, wie das alles so ausgesehen hat, insbesondere hier bei den Wählscheibentelefonen. Ja, und eins habe ich tatsächlich vergessen, ich will das zum Abschluss nicht unkommentiert lassen. Wir hatten ja von das Thema mobile oder Erreichbarkeit unterwegs, Stichwort Telefonzellen. Ich habe ja gesagt, man hat früher Kleingeld reingeschmissen und dann sind die Einheiten durchgetackert. Da war oben ein Display in der Telefonzelle, später, anfangs musste man es hören, da hat man immer gesehen, man hat eine Mark reingeschmissen. Und die Einheiten haben, glaube ich, immer nur 2 Minuten gedauert oder so. Zack, 20 Pfennig weg. 80, 60, 40. Und man hört auch immer einen Signalton. Diet, diet. Und wenn dann die letzte Einheit verbraucht war, wurde das Telefonat einfach gekappt. Vorbei, Schluss, Ende, aus, Ruhe. So. Komfortabler wurde es da später mit der Einführung von Telefonkarten. Die sahen so aus. Hier, sie hatten einen Chip auf der Rückseite und man schob sie in einen Leseschlitz des Telefonfernsprechers in einer Telefonzelle und konnte telefonieren. Und diese Telefonkarten hatten also auch
ein Guthaben. Hier sieht das auf der Karte 12 Mark zum Beispiel. 12 D-Mark Guthaben auf dieser Karte. Und wenn man das abtelefoniert hat, war die Karte leer, konnte man wegschmeißen, nicht mehr wieder aufladen. Viele hatten solche Motive auf der Rückseite, die haben dann irgendwann tatsächlich auch mal Sammlerwert erzielt. Es gab auch limitierte Auflagen und Serien, wie das immer so ist, limitierte Cola-Flaschen, limitierte Tassen, limitierte, keine Ahnung, Wolken oder so, ja. Alles musste immer limitiert sein. Heute können die durchaus Sammlerwert erreichen, diese Karten. Früher waren sie rein zur Telefonie. Und diesen Chip, meine ich, konnte man überbrücken mit Graphit, ja, das, was man in Bleistiften hatte. Man konnte irgendwie diese Leiterbahnen in irgendeiner Form manipulieren, sodass irgendwie eine kostenlose Telefonie möglich war, in der Form, dass halt eben diese Guthaben nicht von der Karte abgebucht wurden. Müsst ihr euch mal schlau machen. Ich weiß leider in dem Detail nicht mehr, wie das war. Wir haben da viel ausprobiert früher, wir haben viel Schmuh getrieben mit diesem ganzen Kram. Natürlich nicht nur auf Computern, sondern auch auf Telefon und Karten. Alles, was wir in die Finger bekamen, was irgendwie elektronisch war oder elektrisch, was sich in irgendeiner Form manipulieren ließ und für unsere Zwecke missbrauchen ließ, damit wir gut und günstig und cool durch die Welt kamen, haben wir natürlich genutzt und gemacht. Haben dabei auch viel kaputt gemacht, aber auch viel gelacht und viel gelernt. Und so viel dazu. Nun, damit war es das tatsächlich für diese Folge. Ich verabschiede mich mit dieser formschönen Telefonkarte und führe noch ein Telefonat mit meinem kleinen, feinen Telefon. Tut mir leid, dass ich jetzt hier abschalten muss. Ich habe Wichtigeres zu tun. Also, tschüss jetzt. Macht's gut.